Können die auch auf jeden Fall zu meinem Maifamilie tun. Und ich bin so froh, dass wir die jetzt in groß haben. Aber auch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zu meinem Maifamilie-Video. Bisschen verspätet, aber besser spät als nie, weil letzte Woche kam ja ein Video aus Ibiza und da habe ich noch nicht Zeit gehabt, beziehungsweise ich hatte meine ganzen Malfavoriten ja gar nicht bei mir, deswegen konnte ich kein Malfavoriten-Video drehen. Deswegen komme ich erst jetzt dazu und auch willkommen zu einer neuen Ausgabe von oben, wow, das Oberteil, unten, ciao. So drehe ich immer meine Videos, wenn ich sitze und eigentlich nur mein Oben, weil ihr seht ja eigentlich ganz schön viel von meinem Unterkörper. Naja, jedenfalls, wenn ich normalerweise ein Video drehe und man eh nur meinen Oberkörper sieht, dann mache ich mir auch gar keinen Stress und ziehe meistens immer nur eine Jogginghose an, damit ich mich hier gemütlich hinsetzen kann und auch mal wieder aus dem Schlafzimmer ein Video. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich habe nämlich wieder ganz viele verschiedene Favoriten mit dabei in diesem Video, die ich tatsächlich jetzt nicht nur im Mai gut finde, aber die ich halt jetzt im Mai gegessen habe und deswegen mich auch wieder daran erinnert habe. Weil kennt ihr das, wenn ihr auch eine Weile eine Sache auch mal nicht esst und ihr euch dann irgendwie auch nicht mehr so richtig daran erinnert und dann teilweise vergesst, dass ihr sie mögt, dann habt ihr sie wieder und denkt, hä, wieso habe ich das schon so lange nicht mehr gegessen? Das hat so gut geschmeckt oder auch so benutzt. Und ja, deswegen würde ich sagen, beginnen wir mit Beauty. Wir beginnen mit Beauty. Ich habe nämlich auch ein, zwei Beauty-Favoriten. Und wir beginnen direkt mit dem Favorit Nummer 1. Und ich habe jetzt exemplarisch nur ein Produkt, aber ich war ja wie gesagt auf Ibiza und da habe ich gemerkt, dass ich so dankbar für meine Olaplex-Produkte bin. Also ich habe ja die komplette Olaplex-Serie von 0 bis, glaube ich, 8 oder so. Ich weiß es gar nicht, wie viel die haben. Aber ich habe alle und ich kann euch wirklich sagen, meine Haare fühlen sich 100% anders an. Also es ist so ein Unterschied, wenn ich mit Olaplex meine Haare wasche und danach auch pflege und die Kur davor auch reinmache, im Vergleich zu irgendeiner anderen Pflege, die ich benutze oder irgendeinem anderen Shampoo oder Conditioner. Das habe ich wirklich mehr denn je jetzt gemerkt im Urlaub, weil ich da halt, ich habe es glaube ich geschafft, nur 2-mal meine Haare zu waschen. Ich habe wirklich versucht, so selten wie möglich die Haare zu waschen. Und es ist einfach ein mega Unterschied. Und dadurch, dass ich jetzt wieder so zu Hause die Haare gewaschen habe, ich wasche meine Haare, ich kenne meine Haare so ungern. Naja, jedenfalls ist mir jetzt krass wieder aufgefallen, wie geil die Produkte sind, deswegen 100% Favorit. Ich bin so dankbar, dass ich Olaplex gefunden habe, weil es einfach ein Gamechanger ist für die Haare. Und mein zweites Beauty-Produkt ist Fußbalsam oder die Fußpflege. Die habe ich von Asa Beauty und die habe ich schon voll lang zu Hause und erst jetzt so richtig für mich entdeckt. Und es ist echt, ich weiß nicht, ob ihr eure Füße regelmäßig eincremt, aber ich mache das, weil ich tatsächlich auch ganz schon oft Probleme mit Hornhaut hatte und ich finde es so nervig. Deswegen gehe ich auch wirklich alle 6 Wochen zur Fußpflege, also zur Podologie heißt es, glaube ich, also medizinische Fußpflege. Und da machen wir halt Hornhaut weg etc. Und man kann da eben richtig gut präventiv vorbeugen, wenn man eben ganz oft oder halt zumindest täglich die Füße eincremt. Und ich habe da immer ein anderes genommen, also so einen anderen Schaum. Aber ich habe jetzt das gefunden, das ist so gut. Also das macht die Füße so richtig weich. Also das liebe ich, werde ich mir auf jeden Fall immer wieder nachbestellen. Und ich habe es schon, wie gesagt, so lange zu Hause und habe es erst vor kurzem das erste Mal benutzt und bin total begeistert. Ja, das waren eigentlich auch schon meine 2 Beauty-Favoriten. Ich bin ja jetzt nicht so das krasse Beauty-Girl, deswegen wäre ich jetzt ein Beauty-Account, hätte ich wahrscheinlich 10.000 Mai-Favoriten. Aber bei mir geht es ja hauptsächlich um Food. Deswegen würde ich sagen, kommen wir auch direkt zu den Food-Favoriten bzw. Drink-Favorites. Und da können wir direkt starten mit einem Drink, der starrt mich hier gerade direkt an. Und zwar ist es der Fireball Juice. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Marke heißt, aber ich zeige sie euch vielleicht. I Do oder so, den haben wir immer aus dem Dance Biomarkt oder aus einem anderen Biomarkt, also wir haben die in verschiedenen Biomärkten und der ist im Vergleich zu anderen so Säften, wo eben so, weiß nicht, Ingwer und so drin ist, der ist wirklich richtig scharf, also den kann ich voll empfehlen, den haben wir, also Maxi nimmt den meistens, sobald er ihn sieht, weil Maxi liebt den fast noch mehr als ich, nimmt der den immer mit und ich bin immer froh, wenn ich ein paar Stücke abkriege, weil der richtig lecker ist und wir haben jetzt nach dem Urlaub mit mir auch direkt im Biomarkt nachgekauft. Und schon genossen. Wobei ich mich nicht so richtig genießen konnte. Am ersten Tag habe ich mich so verbrannt hier oben. Also vor ein paar Tagen. Und als ich zurückkam, hatte ich eine richtige Verbrennung. Von einer heißen Kartoffel habe ich mich verbrannt. Sodass ich jetzt die letzten Tage gar nicht so was Scharfes trinken konnte, weil mir das voll wehgetan hat. Aber seit heute geht es wieder. Und ich habe schon einen Schluck getrunken. Also den liebe ich. Den kann ich echt empfehlen. Und wir können direkt weitermachen mit einem Foodprodukt. Und zwar den Tofu. Tofu-Erdnuss, ich zeige den euch mal hier rein, dann seht ihr ihn. Auch den habe ich aus dem Biomarkt und den habe ich auch noch gar nicht so lang zum ersten Mal benutzt.
Aber wir haben den vor kurzem mal probiert und da sind so richtige Erdnussstückchen drin. Also es ist sogar ein bisschen crunchy, wenn man den isst. Also es ist nicht für jeden Tag. Ich glaube, der kann auch schon, wenn man den, glaube ich, sich überisst, daran kann er too much werden. Aber immer mal wieder so ein bisschen den in eine Salatbowl reinmachen oder in eine andere Bowl. Oder wie ich ihn auch gerne mag, ist auf eine Maiswaffel drauf, in Scheiben geschnitten. Und dann hat man eben nicht nur den Tofu, so das richtig geschmackvolle, sondern eben auch diesen Crunch durch so ein paar Erdnussstückchen drin. Also das sind wirklich Stückchen drin. Also der ist super lecker. Also wenn ihr den irgendwo mal seht, dann nehmt ihn euch gerne mit zum Probieren. Obwohl da auch Sonnenblumenöl drin ist. Also ist jetzt wie gesagt kein Produkt, was man jetzt jeden Tag isst, aber kann man schon mal machen. Das ist wirklich, wirklich lecker. Dann geht's weiter mit dieser Almond Grand Crunchy, also mit dieser Crunchy Crunchy Mandelmus. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich das her habe. Ich weiß, dass ich es zugeschickt bekommen habe von Sunday Natural. Und ich weiß aber nicht, ob es die im Shop dort zu kaufen gibt oder ob das einfach nur ein Paket mit drin war. Aber ich muss unbedingt gucken. Also ich zeige es euch hier mal. Macht unbedingt mal einen Screenshot davon, weil das ist eine der leckersten Mandelmuse, die ich je gegessen habe. Weil da sind auch Stückchen drin. Also ich merke halt, irgendwie stehe ich auf Stückchen, obwohl ich mir voll oft so smoothe Sachen bestelle. Aber dieses Mandelmus mit Stückchen ist richtig, richtig gut gewesen. Also kann ich sehr empfehlen. Weiter geht's mit einem bisschen ungewöhnlichen Foodprodukt, aber ich weiß nicht, ob ihr diese Kaugummis kennt. Die sind mit Xylit gesüßt und die gibt's oft in der Apotheke. Und ich mag am allermeisten eigentlich den mit Zimt, aber der mit Zimt ist auch wirklich immer ausverkauft. Also ich glaube, den mögen viele sehr, sehr gern. Aber generell diese Kaugummis, ihr wisst ja, ich bin ein bisschen Kaugummi-addicted, die sind ohne Zucker, mit Xylit gesüßt, sind also quasi auch Karies vorbeugend und die finde ich echt lecker und wie gesagt, besonders der mit Zimt schmeckt richtig gut und anscheinend schmeckt der fruchtige auch richtig gut. Die Apothekerin hat das gesagt. Den habe ich selber noch nicht probiert, aber mein Favorit ist Zimt. Wenn ihr mal in der Apotheke seid und die seht, könnt ihr gerne mal mitnehmen und probieren und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Dann geht's weiter. Und zwar kein Video ohne Porridge, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar diesmal von 3Bear. Und zwar Wild Kids Porridge, das Kakao-Banane. Und ich kann euch gar nicht jetzt... Doch, ich kann es beschreiben. Es schmeckt wie, das hat so Erinnerungen, weil ich habe früher mir richtig gern Haferflocken gemacht und dann Kaba-Pulver reingemacht. Also dieses typische Kaba-Pulver. Und so schmeckt es, wenn man sich mit diesem Porridge Overnight Oats macht. Also die Wild Bowl für Kinder, die Kinder Bowls, die sind meistens nicht ganz so süß und so mag ich es auch. Deswegen mag ich die Kinder Bowls am allermeisten. Und gerade halt Kakao-Banane hat so einen krassen Geschmack wie Kaba. Aber das ist halt gesund, also da ist natürlich kein Zucker drin. Das ist wirklich einer meiner liebsten Porridges bei 3Bear Porridge. Wobei ich da eigentlich alle richtig lecker finde. Aber wie gesagt, das ist so, hat diesen Monat sehr rausgestochen. War lecker. Und dann bin ich sehr glücklich, dass Alnatura endlich die Linsenwaffeln in groß rausgebracht hat. Die hatten die ja in klein, die waren sehr dünn, sehr klein und sofort weg. Die werden auch schnell weg sein, weil die einfach richtig gut sind. Also ich liebe die. Wobei, da spalten sich halt auch die Meinungen. Also vor kurzem hat eine Followerin mir ein Bild geschickt und meinte, ich habe wegen dir, glaube ich, direkt 3 Packungen von den kleinen gekauft bei Alnatura und ihr haben sie nicht geschmeckt. War ich ein bisschen schockiert drüber, weil ich die wirklich so gut finde, aber da sind halt auch Geschmäcker verschieden. Aber ich finde, die sind so luftig. Ich mache das mal gerade auf. Ich kann gerade nicht. Kennt ihr das, wenn ihr die ganzen anguckt? Ich habe gerade schon richtig Wasser im Mund. Ja, die sind sogar noch luftiger als die anderen und also ich weiß nicht, wie man es nicht mögen kann. Ich weiß wirklich nicht. Gut, die am liebsten wirklich täglich essen und leer essen. Auf jeden Fall gehören die auch auf jeden Fall zu meinen Mai-Favoriten. Und ich bin so froh, dass wir die jetzt in groß haben. Aber auch nicht jeder Laden. Also alle, die es hier seht, jeder Laden sollte diese großen haben. Oder zumindest die kleinen, weil die kleinen hat auch nicht jeder. Aber genau, mit Linsenwaffeln. Dann geht's weiter mit Barilla, die Kichererbsen. Wie spricht man die denn aus? Boah, jetzt werdet ihr mich wieder rauslachen. Casareque de Puig Chique Kichererbsen. Also diese Kichererbsen-Nudeln, die Form haben die. Hinten seht ihr es nochmal so. Und die sind richtig lecker. Ich finde ja sowieso, Kichererbsen-Nudeln sind die leckersten Nudeln von diesen ganzen Hülsenfrüchte-Nudeln, finde ich persönlich. Und die von Barilla, man kann einfach sagen, Barilla kann Nudeln machen. Die sind auch richtig gut. Und wenn man die nicht verkocht, also nicht zu lange im Wasser, dann werden die auch
nicht so, die fliegen nicht ineinander, wisst ihr? Also die werden dann echt gut. Ich habe die vor kurzem in einem Ofenauflauf mitgemacht, dann sind die sogar oben drauf richtig knusprig geworden. Also die finde ich mega, mega lecker. Dann, wer hätte es gedacht, aber das musste mit dabei sein, mein Topping. Oh, ich habe meinen Sticker hier schon weggemacht, weil ich habe den Sticker einfach auf mein Glas drauf. Also ich habe ja hier ein Bild von mir, da kann man den Sticker wegmachen und ich habe das Topping umgefüllt in Mason Jar und habe da dann meinen Sticker drauf gemacht. Voll praktisch, habe ich bei Followern gesehen, die das gemacht haben. Und ich fand das so eine süße Idee, dass ich dann auch direkt gemacht habe. Aber ich habe davon jetzt, glaube ich, schon 4 Packungen leer. Also ich liebe das Topping. Alle auf Ibiza haben es auch geliebt. Wir mussten uns eine Packung richtig sparsam aufteilen, damit die für eine Woche reicht. Weil wir das immer unser Porridge damit getoppt haben. Und ich bin echt auch voll dankbar für euer Feedback dazu. Also ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, an all die, die sich das Topping schon geholt haben, gibt übrigens bei Foodist, wie es euch schmeckt, also ob ihr es euch nachkauft, gebt mir mal bitte Feedback. Und ihr könnt auch gerne Feedback auf der Seite direkt geben und da eine Bewertung da lassen. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Ja, dann geht es weiter im Bereich so ein bisschen mehr Supplemente. Und zwar das Trinkmore. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal auf Instagram gezeigt. Ich finde wirklich, es ist, was so Bloating angeht, richtig gut. Oder wenn ihr zum Beispiel Verstopfung habt. Also ich finde, das hilft krass, wenn man so nicht aufs Klo gehen kann, Trinkmore zu nehmen. Das nehme ich auch nicht täglich. Das ist jetzt auch nicht wie ein Probiotika oder so. Es ist einfach sowas wie, ich stelle mir das vor, dass das so Giftstoffe oder so Stoffe im Bauch so bindet und ausscheidet. So stelle ich mir das vor, wie das funktioniert. Also da ist Huminsäure drin, das ist so... Also mir tut es wirklich richtig gut, vor allem wenn ich, wie gesagt, eine Verstopfung habe. Das gibt es, glaube ich, online. Ich weiß auch nicht, ob es wo es ist. Ich habe es bisher online nur bestellt. Also Trinkmore von Sonnenmoor heißt die Firma. Und ich glaube, vielleicht gibt es sie auch sogar in ein paar Apotheken, aber das weiß ich nicht. Ja, und dann kann ich euch die frohe Botschaft verkünden, das wisst ihr, glaube ich, aber schon, dass das Vegan Multinutrient von VivoLife auch wieder verfügbar ist. Es ist ja immer sofort ausverkauft, wenn es mal... Also wenn es verfügbar ist, war es immer so schnell ausverkauft. Es ist ein Supplement, wo quasi alle Nährstoffe drin sind, die man als vegan lebender Mensch braucht. Also B12, D3, K2, Zink, Selen, Iodine, Jod, Vitamin A. Also es sind wirklich alles drin. Und man muss es halt quasi nur das Supplement nehmen und hat eigentlich so alles abgedeckt. Und Omega-3. Und ja, das gibt es jetzt wieder. Und ich liebe es. Ich hatte es in der Ibiza dabei. Ich habe wieder gemerkt, wie... bequem es einfach ist, einfach nur 2 Kapseln am Tag davon zu nehmen und dann habt ihr einfach alles abgedeckt. Also ich finde es geil, vor allem, weil eben so Sachen wie Jod und Selen drin sind, die man einfach in der Ernährung so nicht bekommt. Also gerade Selen nimmt man eigentlich, sollte man immer als Supplement eigentlich nehmen. Genauso wie Jod ist auch so schwer, deswegen love it. Ich mache euch den Link auch in die Bio rein, da steht übrigens immer mein VivoLife-Link drin. Und bei der ersten Bestellung könnt ihr 10% sparen. Also große Empfehlung. Mit natürlich Proteinpulver auch, aber das ist jetzt halt wieder voll geil, dass es wieder gibt. Deswegen wollte ich es euch unbedingt auch zeigen. Ja, und dann kommen wir zu meinem Instagram-Account-Empfehlung, die ich euch noch geben wollte. Ihr wisst ja, dass ich das immer öfters mal machen möchte in Videos, dass ich euch Instagram-Accounts empfehle. Und diesmal möchte ich die Laura Herde vorstellen. Sie ist eine ganz, ganz inspirierende Frau, hat einen richtig tollen Instagram-Account und ist einfach, was das Thema Mindset angeht, wirklich postet da so guten Content auf Englisch. Sie ist aber auch nicht, sie ist deutsch. Der Content ist auf Englisch, aber der ist wirklich, der geht richtig so tief in die Seele rein und deswegen, ich verlinke euch den Profil, also ich zeige euch ihr Profil gerne und ihr könnt da gerne mal euch die Stories anschauen, die sind wirklich sehr, also manchmal, wenn man einfach sich nicht gut fühlt und dann guckt man ihr Profil an und dann geht es einem danach wieder besser und sowas finde ich so wichtig auf Instagram zu haben, solche Menschen und ihr wisst ja, dass ich generell dabei bin, so mich ein bisschen noch mehr darauf zu fokussieren, dass ich nur Menschen folge oder in mein Leben lasse, die mir auch gut tun, die mich nicht runterziehen und deswegen gehe ich halt sehr, sehr sorgsam damit um, welchen Content ich konsumieren möchte und Lauras Content kann ich euch da echt von Herzen empfehlen. Ja und dann habe ich mir überlegt, ich habe euch ja auch gesagt, dass ich euch immer noch so ein bisschen meine Mai-Favoriten, wenn es ums Thema Sport geht und ja, wie ich gerade so Fitness betreibe. Die Fitnessstudios in Berlin sind ja immer noch geschlossen, deswegen bin ich immer noch auf Homeworkout angewiesen. Aber ich bin im Moment wirklich richtig gern wieder bei meinem eigenen Workout, so eigentlich das Ding, mein HIIT-Workout. Ich mache das nicht oft, ich mache das vielleicht einmal die Woche, maximal zweimal, aber eigentlich eher einmal. Liebe ich gerade, ich kann euch das auch gern verlinken, mein HIIT-Workout. Vielleicht kann ich sogar hier oben reinmachen, das weiß ich gar nicht. Ansonsten ist es in der Infobox verlinkt. Oder wenn ihr auf YouTube geht, Marissa Hofmeister HIIT eingibt, also H-I-I-T, kommt ihr drauf. Das ist so ein Sweater, also wirklich, ich war ja viel fitter damals, als ich heute bin.
Aber das bringt einen so krass gut zum Schwitzen. Und das ist ein Workout, wo ich echt sage, das ist so 15, 18 Minuten und das haut so rein. Aber nicht zu oft machen. Wie gesagt, das ist ein Hit-Workout. Hit-Workout sollte nicht zu oft gemacht werden. Aber wenn ihr da mal richtig schwitzen wollt, dann kann ich euch das echt empfehlen. Und ja, ich probiere jetzt aber wieder ganz viele verschiedene Workouts aus. Ich freue mich so krass, wenn jetzt wieder die Gyms aufmachen. Und ich freue mich auch über Workouts, die zum Beispiel auf YouTube gibt, die mit Gewichten sind. Sowas mache ich richtig gern, mit Gewichten. Also da probiere ich mich gerade aus und hoffe, dass ich euch dann im Juni-Video noch weitere coole Workouts empfehlen kann, die eben mit Gewichten sind, weil ich da auch gerade echt ein bisschen Bock mehr habe, auch wieder ein bisschen mehr mit Gewichten zu machen. Ich habe wieder Bock, mein Po ein bisschen aufzubauen. Ja, und ich würde sagen, ich habe jetzt schon so lange geredet, es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gibt ein Video und da noch oben. Was anderes muss ich noch kurz sagen. Und zwar, mich hat irgendjemand kommentiert, warum ich denn immer so schiel. Und ich schiel nicht, ich gucke aber, also das Bild, wo ich das Ganze hier sehe, ist ein bisschen rechts verschoben. Und leider komme ich mir komisch vor, wenn ich so richtig krass in die Kamera reinrede. Deswegen gucke ich immer auf das Bild. Und deswegen sieht es, glaube ich, ein bisschen so aus, als ob ich schielen würde. Falls es euch stört, dann tut es mir leid. Wenn es euch stört, dann probiere ich wirklich in Zukunft darauf zu achten, richtig in die Linse reinzugucken. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Daumen nach oben, Kommentar, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!